lassen. Ich lasse dich nicht allein. Ich versuche gerade ins Stream reinzukommen. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das will. Okay. Aber wir kriegen es gleich hin, dann können wir starten. Wir kriegen es gleich Kannst du schon mal hin. anfangen? Das ist doch schon mal. Ich fange schon mal an. Wir haben nämlich wirklich so viel News. Also wirklich, weil es hat sich einiges aufgestaut. Am Montag hatten wir eine ganz besondere Show mit Christopher Shin aus Südkorea. Ah, servus. Cool, dass du da bist. Genau, Christopher Shin aus Südkorea. Wirklich grandiose Show. Hat auch unglaublich, unglaublich gute Abrufzahlen. Also das haben richtig viele angeschaut und fanden das richtig gut. Haben auch richtig super Feedback bekommen. Ich fand es selber super spannend. Und genau, da natürlich sind eine Menge News liegen geblieben und die wollen wir heute noch mit euch diskutieren, weil nächste Woche haben wir nochmal zwei Shows, am Montag und am Donnerstag. Da haben wir uns noch gar nicht verständigt, Alex, aber Dienstag geht ja nicht, Mittwoch geht nicht, weil da bin ich an der Hochschule München und mache eine Vorlesung. Es geht ich wollte gerade fragen, lernst Montag du wieder mal was? Bitte was? Lernst du wieder mal was? Nee, genau, muss Leuten lernen, genau. Nee, ist immer cool. Hochschule München, coole Studenten. Und genau, deswegen Montag und Donnerstag nächste Woche. Und dann bin ich erstmal 3 Wochen im Urlaub. Und da haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich der Alex bleibt trotzdem dran und macht auch weiterhin die tägliche Dosis SEO, auch trotz oder gerade wegen meines Urlaubs. Und als ganz besonderes Goodie, dürfen wir das schon verraten, oder? Nee, dürfen wir noch nicht. Dürfen wir noch nicht. Okay, gut. Dann kein Besonderes. Das war jetzt ein typischer Teaser-Tantler, ne? Genau. Nein, also wir freuen uns auf jeden Fall und haben auch ein paar coole Speaker, mit denen wir gerade sprechen. Ich glaube, das wird aber sehr, sehr, sehr gut. Das wird mehr als sehr, 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 sehr gut. Und genau, für euch ist das überhaupt Urlaub. Ja, endlich mal, nicht mehr ein Tandler, endlich kommen mal andere Leute zu Wort. Ist auch was. Der Christopher, just dropping by to say happy birthday and thanks for having me the other day. Thank you so much, Chris. It was really a great show. Everybody loved it. Thanks for coming on the show and being a guest. And well, we see each other pretty soon because he's coming to SE Oktoberfest, the G50 Summit, which is due in September. And he's coming again to Munich, and we're looking forward to this. Und alle anderen, keine Angst, die Session bleibt heute eigentlich hauptsächlich auf Deutsch. Genau, es bleibt alles auf Deutsch. Es war ja mal ein Experiment, das auf Englisch zu machen, aber es ist gut angekommen. Also muss man echt sagen, die Leute hatten kein Problem damit. Mhm. Nur ein paar sind vorzeitig raus, aber genau, wie gesagt, wenn ich mir die Abrufzahlen angucke, das ist wirklich grandios. Ja. Der Armin hat übrigens vorhin auch noch ganz kurz geschrieben, oh. Hallo liebe Gemeinde. Und der Rüdiger ist auch pünktlich drin. Das sehen wir leider auch, oder sehe ich, habe es vorher noch nicht gesehen. Den sehe ich auch. Hi auch an Markus und Alex, den frühen Armin und dem Rest vom Fest. Vom Rüdiger habe ich auch, der hat nämlich ein Interview geführt mit dem Gründerveranstalter, dem Verantwortlichen hinter der Punkt Eco-Domain. Genau, das lege ich euch noch ans Herz. Das habe ich natürlich alles in meiner Stoffsammlung gleich. Reden wir gleich drüber. Der Stefan ist da. Servus, Steve. Hallo aus Köln. Und noch alles Liebe und gute Nachträge zum Geburtstag. Vielen, vielen Dank. Überhaupt vielen Dank für all eure Glückwünsche. Hier sind einige mit dabei, die hier zuhören, zuschauen oder was weiß ich auch immer, die mir gestern sehr lieb gratuliert haben. Also vielen lieben Dank. Wir hatten einen super Tag. Genau, wir waren, also ich habe den halben Tag gearbeitet und dann waren wir im Schwimmbad und am Abend noch beim Italiener. Sensationell, nur mit der Familie. Genau, alles, was ich brauche. Wunschlos, glücklich. Nur mein neuer Zauberwürfel ist noch nicht angekommen. Also, ich habe ja den neuen Ferrari, ja, den GarnCube 12. Den GAN 12 Maglev habe ich bestellt aus China und der lässt leider noch auf sich warten, irgendwie schon vor 3 Wochen bestellt. Sollte eigentlich zum Geburtstag kommen, kriege ich von der Schwiegermama, ist leider noch nicht da. Aber dafür habe ich andere coole Geschenke bekommen, die euch jetzt, glaube ich, nicht weiter interessieren. genau. Naja, unter anderem gehen wir mit den, also mit Becky und mit den Kids zu den Ehrlich Brothers quasi in die Olympiahalle. Das wird es ist dieses Zauber. Genau, genau. Und die sind große Ehrlich Brothers Fans und auch Julius zaubert auch selber. Also ich kann auch einen Trick. Yeah. Genau, hatten wir ja schon mal diese ganzen Zauber-Sessions und genau, da freue ich mich natürlich ganz besonders, mit den Kids zum ersten Mal live die Ehrlich Brothers zu sehen. Genau, dann hallo aus Christindorf und alles gute Nachrichten zum Geburtstag, vielen Dank Sascha. Dann der Marco, alles gute Nachrichten, liebe Grüße aus Berlin. Also wie gesagt, danke, danke, danke. Wie gesagt, vielen, vielen Dank und Grüße natürlich auch nach Berlin. Der Marco hat übrigens einen Veranstalter-Recap gemacht, ich glaube in seinem Wayne-Podcast zur Campix. Wollte ich mir noch anhören, habe ich noch nicht geschafft. Vielleicht seid ihr schneller als ich, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Will ich mir auf jeden Fall auch noch. Auf jeden Fall lohnt sich, das kann ich auch jedem empfehlen, ans Herz zu legen. Hast du schon gehört? Ich habe schon gehört, ja. Oh, super. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie bis in den Puppengeburtstag gefeiert gestern. Tut mir leid, tut mir leid.
Cool, es geht los. Ich freue mich. Yay. Alles Gute nachträglich. Vielen, vielen Dank. Auch der Olaf, alles Gute nachträglich. Auch Olaf habe ich gleich zweimal heute. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Genau, kommen wir nachher noch dazu. Zum Thema, ich habe nicht so viel Zeit irgendwie, um irgendwie Videos zu gucken oder mir was anzuhören. Plus irgendwie lange Beiträge vom Olaf zu lesen. Aber genau, ich kann es euch trotzdem empfehlen. Der Matthias, hallo zusammen und nachträglich auch alles Gute von mir. Vielen, vielen Dank. Der Rüdiger, herzlichen Glühstrumpf. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Florian, der dynamische Florian. Geil. Moin und ahoi aus dem hohen Norden. Cool, dass du wieder mit dabei bist, lieber Florian. Ich hätte jetzt eher gesagt, der flotte Flo anstatt dynamischer Flo. Genau, der flotte Flo. Auch ganz gut. Der flotte Flo. Genau, wir machen das natürlich ganz lieb. Genau, wir sind große Fans von Flo. Rüdiger, Trevor Bowden from Eco. Ach genau, das ist der Verantwortliche für die Eco-Domain. Trevor Bowden, das Interview zeige ich euch gleich. Und der Oliver, moinsen zusammen, Glückwunsch nachträglich, vielen Dank. Nachträglich gratulieren geht ja immer, so ein Geburtstag verehrt ja nicht. Ja, du, alles cool. Ich bin ja sowieso nicht so der Geburtstagstyp. Beziehungsweise, ja, ich freue mich ja immer, wenn ich älter werde, was ich irgendwie mit nicht vielen Menschen gemein habe. Genau. Und jetzt immer so, oh, jetzt bist du schon 45 oder jetzt feiern wir zum sechsten Mal den 40. Nee, ich finde das cool. Also ich finde es cool, älter zu werden, weil ich weiß, ich will nicht so sein wie vor 5 Jahren, wie vor 10 Jahren, wie vor 15 Jahren, sondern genau, ist jeder Tag, lernt man was Neues dazu, man wird besser, ja. Und ist ja generell auch was ich versuche, auch jeden Tag, irgendwas zu lernen, irgendwas zu machen. Und wenn es eine neue Schacheröffnung ist, I don't know, ja. Oder wie man in Südkorea Herzchen zeigt mit den Fingern. Was? Wie man in Südkorea Herzchen zeigt. Genau, südkoreanische Herz. Haben wir gelernt am Montag. Genau, ja. Könnt ihr auch lieben. Genau. Und ihr wisst ja, mein nächstes Ziel ist ja Ninja Warrior Germany. Also genau, dafür habe ich eigentlich übrigens auch coole Handschuhe bekommen. Genau, auch noch. Oder beim Sem-Quiz auf der Position 1 zu sein. Genau, gestern seid ihr nämlich Zweiter geworden beim großen Sem-Quiz der SEM-Boutique. Das machen die ja manchmal. Und genau, ihr wart ja da entsprechend präsent und habt den zweiten Platz, ich glaube, mit 11,75 Punkte und der erste war 12 Punkte oder so, ne? Nee, 17. Wir haben 17,75 und die Gewinner waren 18. Aber super cooles Quiz. Also jeder, der in München ist, würde ich sagen, muss da mal vorbeigekommen sein. 6 € Eintritt hat es gekostet. Es wird gespendet, also auch noch für einen guten Zweck. Es gab ein bisschen Freibier, das ist auch nicht schlecht. Was war die entscheidende Frage, wo ihr vermasselt habt, sodass sich da jemand euch setzen konnte? Das Interessante ist, wie wichtig sind Title Tags oder? Nee, also es gab ja nicht eine Frage, die es so vermasselt hat, sondern ein paar. Unter anderem war, was war die am häufigst gesuchteste Serie 2021? Fängt mit S an. Stranger Things, aber das ist ja erst jetzt, gell? Squid Game. Ja, ich habe Source Code genommen, hat von den Buchstaben auch gut gepasst, aber hab's verkackt. Source Code? Was ist denn das für eine Serie? Es gab eine Serie, die ist Billion-Dollar-Code letztes Jahr mit den Google Maps-Gründern oder zumindest die Analyse. Okay. Und das habe ich einmal. Genau, stimmt. Ja, habe ich einmal richtig. 4.5 und heute schon ansprechbar. Ja, warum auch nicht? Ich hatte ein Weißbier. Nee, 2 Beispiele. Genau. Aber heute haben wir große Feier bei Ride, also beziehungsweise in unserem Haus kriechen. Das wird auch richtig gut. Wir haben auch alle eingeflogen, alle Righties aus der ganzen Welt. Also das wird richtig cool heute Abend. Freut sich auch schon, oder? Das wird super. Ja, meine Leber freut sich nicht. Ja, ey gut, man muss ja auch nicht trinken. Man kann auch nur gut essen und sich gut unterhalten. Just saying. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal... Das ist möglich. Genau. Ich würde mal sagen, also nicht bei unserer Firma. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in die News rein. Weil, wie gesagt, wir haben doch keine Zeit. Wir haben so viele News und genau, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Erstmal, dieser Google Search Indexing Issue am 15. Das ist natürlich schon letzte Woche, ist mittlerweile schon resolved offiziell von Google. Ne, Google hat da gesagt, oh, wir haben ein kleines Indexierungsproblem. Genau, haben neuen Content nicht indexiert. Und genau, the following day, also am 16. haben sie schon wieder gesagt, ist das alles fully resolved. Also wenn ihr in der Zeit irgendwelche Probleme gehabt habt, irgendwelche komischen Anomalies, genau, kann es vielleicht daran liegen. Deswegen hier kurzes Service-Announcement, falls es wirklich jemand verpasst haben sollte letzte Woche, dass es hier zu einem Outage kam. Apropos Outage, wo ist es? Da ist es. Hier, genau. Google Cloud Data Center in London faces outage on UK's hottest day. Ist ja wirklich absolut faszinierend, ne, dass ja wirklich in London oder generell in UK der heißeste Tag ever. Der Geschichte
Ja, also seit Menschengedenken, seit auf jeden Fall, sagen wir mal, das Wetter aufgezeichnet wurde, und das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte so der Fall. Und genau, war auf jeden Fall der heißeste Tag in UK, was ja wirklich sehr, sehr hart auch für die ist, weil ja, ich glaube, UK gar nicht für solche extreme Hitze ausgelegt ist. Was ich auch das Krasseste finde, dass hier gerade die Häuser auch so gebaut sind, um eigentlich Wärme zu konservieren, Wärme zu halten. Ja, das ist natürlich ein super Fuck-up, wenn es halt immer heißer wird. Interessanter Fakt dazu. Und genau, also auch wirklich. Fakt zum Fuck-up. Ja, wie sie auch in London diese eine Brücke da verpackt haben, ne, wie Christo, mussten sie dann verpacken, irgendwie, dass die Brücke da nicht wegschmilzt oder was weiß ich auch immer. Also abgefahrene Geschichten. Und auch Google hat damit zu kämpfen gehabt mit diesen hohen Temperaturen. There was a cooling-related failure at one of the buildings. Genau, und das ist da gestern um 13 Uhr entsprechend passiert. A small set of customers impacted. Ich meine, man muss natürlich auch, wenn Google sagt, a small set of customers, wenn ich natürlich Milliarden Kunden habe, dann ist natürlich ein small set der Milliarden Kunden auch immer noch vielleicht 1 Million. Also, wie gesagt, aber ich habe jetzt nichts weiter irgendwie vernommen oder mitgehört. Ich meine, ich bin natürlich auch nicht auf Twitter unterwegs. Also auch gestern beim Quiz ist es so, dass der Beamer sich irgendwann verabschiedet hat. Oh, krass. Der ist ein paar Mal ausgegangen und dann gab es immer so eine Anzeige, übrigens, es ist zu heiß, der muss sich dann irgendwann mal ausruhen. Dann hat er hin und wieder mal gesagt, okay, ich verabschiede mich mal. Krass. Übrigens, der Ralf sagt, Gude, wurde der 404 denn nie auch eingeflogen? Den haben wir gerade erst wieder ausgeflogen. Also der darf auch mal wieder Zeit mit seiner Frau verbringen in Vietnam. Beziehungsweise war er mit der ja gerade auf Europatournee. Genau, also du weißt nicht, er kommt nicht wieder, ne? Weil er war gerade erst da, längere Ja. Zeit. Genau. Also der kommt leider nicht, aber der ist natürlich immer in unseren Herzen dabei, der Danny. Genau. Das ist auch Der. ganz, ganz gut fürs Trommelfell. Ja, wow. Der Klaus Michael, alles Gute nachträglich zum Geburtstag, vielen Dank und moin zusammen. So, weiter geht's. Genau, also wir haben dieses Outage, dann haben wir Google May Investigate Potential Google Search Recipe Bug. Es soll also scheinbar bei den Rezepten, sollen da scheinbar Seiten ja regelrecht aus der Box rausgeflogen sein, also aus diesem Karussell. Und das ist komisch. Dennis Sullivan, I pass it on. Ich habe jetzt noch keine aktuellen Informationen. Ich hatte natürlich gehofft, dass der Hans hier drin ist und vielleicht sogar hier einen besseren Insight hat, weil ich weiß natürlich, dass der das sich auch sicherlich hier täglich anguckt. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Hans! Hans haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, gesehen sowieso nicht, aber im Clubhaus vielleicht oder hier. Naja, er ist nicht da. Also, schade. Wie gesagt, vielleicht hätte der was gewusst dazu. Also, wenn noch jemand sozusagen den Hans sieht, fragt ihn mal ganz kurz, vielleicht kann er was reinkommentieren. Wenigstens auch, wenn er das ja nichts gesehen hat, dann wissen wir, vielleicht ist es eher US-centric und nicht in Deutschland. Aber auf jeden Fall interessant, wenn ihr Rezepte anbietet. Auch hier kam es scheinbar zu einem kleinen Bug. Genau, das gehört noch zu dem Indexing. ZipTie, ne, der Tomek von Onely, oder also, wie gesagt, die haben jetzt so ein kleines Spin-off da gemacht, ZipTie.dev. In the last few days, we noticed Google dramatically lowered the number of crawls. Could be related to the recent indexing issues. Genau, und das könnte jetzt wirklich natürlich hier der Fall sein, dass das hier an diesen Indexing-Issues auch wirklich liegt. Auch wenn hier man ja wirklich sehen kann, dass es gerade Anfang Juli passiert ist, ne, also gerade Anfang Juli quasi hier die Crawlrate enorm ja, heruntergefahren wurde seitens Google. Wirklich sehr interessant. Kann ich nach uns nicht nachvollziehen. Also ich kann das bei uns nicht bestätigen. Er sagt ja auch hier, also das ist ein Average überall ihre Customer hinweg. Also scheint schon massiv zu sein. Also wie gesagt, ich habe auch nichts gehört. Ich habe auch von keinem unserer Kunden, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte. Vielleicht auch da wieder eher ein US-Problem. Gerade ZipTie und Onely arbeitet ja sehr viel für US-Customer. Genau. Habt ihr Erfahrung gemacht? Bitte, lasst es uns wissen. Habt ihr auch, hey, Crawlrate ist bei mir auch seit Juli unten. Please let us know. Würde uns super interessieren. Wie gesagt, bislang keine praktischen Erfahrungen im Bereich gemacht. Dann haben wir. Gute Laune. Ja, TechCrunch, genau. Google Exec suggests Instagram und TikTok are eating into Googles core products. Search and Maps. Krass. Hatten wir letztes Mal irgendwie gehört, ne? Da hat ja schon mal jemand gesagt, ja, die neue Generation. Genau, man gerade am Montag auch mit Christopher hier entsprechend diskutiert. Ne? Da gab es ja irgendwie einen Artikel, dass die Leute suchen jetzt auf Instagram eben nach Restaurants oder dergleichen. Hat uns ja Christopher gezeigt, ne? Wie er da durchgeht und dann quasi guckt, was will ich heute essen? Klicke ich drauf, guck mal, wo ist dieses Ding?
Was ich komisch finde, also so, keine Ahnung, ist jetzt auf jeden Fall nicht meine Art, ganz von abgesehen, dass ich halt sowieso nur einmal die Woche auf Instagram unterwegs bin, um Ride-Sachen zu liken. Und sonst bin ich nicht wirklich dort so aktiv. Du bist ja sehr aktiv, du tust ja sehr viel Food da entsprechend. Ja, ich finde es auch ganz interessant, weil also ich sehe auch immer mehr Restaurants, die natürlich auch entsprechend einen Instagram-Account haben. Und eigentlich ist es ja auch schon, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Restaurant-Webseite gehe und die haben dann einfach nur eine Karte, dann kann man sich manchmal gar nicht wirklich vorstellen, was sie alles haben oder wie das dann im Endeffekt präsentiert wird. Und wenn ich dann jetzt aber einen Instagram-Account habe und da dann auch entsprechend schreibe oder die Bilder von dem Essen dann zeige, dann ist es natürlich um einiges ansprechender. Ja gut, es kann aber lecker aussehen und es ist einfach nicht lecker. Und ich denke halt immer noch, bei Google Maps habe ich immer noch die Bewertungen von Leuten, die da gegessen haben oder so. Ne? Also da denke ich immer sozusagen über alles auch hinweg, auch nicht nur auf dieses spezifische Produkt und Gericht und wie das jetzt halt aussieht, kann ich dann doch mehr erfahren, sozusagen taugt halt das Restaurant was oder nicht. Also ich verstehe das schon mit dieser visuellen Suche und dass Leute da, wie gesagt, eher so... Aber du siehst ja auch teilweise dann in den Kommentaren, die Leute geschrieben haben, ob das jetzt wirklich Quatsch ist oder eben nicht. Oh Gott, also manche schreiben hier noch rein. Das ist ja immer besser. Jetzt muss ich nicht nur auf Instagram noch aktiver sein, sondern ich muss auch noch Kommentare lesen. Ja, wenn ich, wie gesagt, da kann ich ja gleich Twitter nutzen und Facebook und LinkedIn-Kommentare lesen. Wow. Oh, fällt mir ein Schild. Ich habe immer noch der... Ein LinkedIn-Kommentar, stimmt, genau, wie gesagt, ich bin ja nicht der Kommentierer. Mir wurde wieder diese Ahrefs-Studie, die so unsäglich quasi da präsentiert und ich wurde da nach meiner Meinung gefragt auf LinkedIn und da habe ich halt geschrieben, dass ich sie eher halt BS für BS halte. Was ich aber nicht finde, also wie gesagt, die Werte sind viel zu niedrig. Also im Average extracten wir für unsere Kunden deutlich mehr aus der Google Search Console. Also wir können das wirklich nicht so nachvollziehen, wie Ahrefs das geblockt hat. Und hätte ich eigentlich auch gleich einen Patrick fragen können, der hat mir gerade noch zum Geburtstag gratuliert, hätte ich ihn gerade noch auf die Studie anhauen können, fällt mir gerade ein. Das war wiederum Facebook, aber egal, auf jeden Fall, genau, und auf jeden Fall hat mich da der Malte hat mich noch gefragt, warum ich denke, dass die Studie halt Blödsinn ist, ich habe noch gar nicht drauf kommentiert, also von dem her, aber genau, das ist halt bei mir so, kommentieren, genau, es liegt mir einfach nicht so und deswegen habe ich das total vergessen. Also falls der Malte zuguckt, genau, es ist nicht in böser Absicht, ich habe es einfach vergessen, aber wie gesagt. Ich wollte kommentieren, aber ich hatte leider keine Lust, ne? Nee, ich meine es wirklich, weil mir fällt es gerade wieder ein, weil es ist halt auch um die ganzen Geburtstagssachen irgendwie, da muss ich mich auch das ein oder andere Mal bedanken und mal kurz hin und her schreiben, es ist einfach quasi komplett hinten runtergefallen, dass ich da noch kommentieren wollte, wie gesagt, aber wir haben da einfach ganz andere Erfahrungen, deswegen halte ich das für Bullshit. Und deswegen sage ich auch ganz offen, es ist Bullshit, weil ich finde auch sozusagen dieses Sentiment, finde ich auch total unfair. Weil nochmal, wir kommen aus einer Zeit, wo es überhaupt gar keine Google-Daten gab. Ne? Da gab es mal die Webmaster Central und dann hast du so ein bisschen Daten bekommen. Und was wir mittlerweile an Daten bekommen, ne? Und generell, was das Google Search Console Team da Monat für Monat rausrollt, jetzt hatten wir gerade wieder die Non-Video-Reportings, was weiß ich auch immer, ganz von abgesehen, die neue UX, ich meine, klar, wir reden hier eigentlich von den Daten via API, nicht aus dem Web-Frontend, das ist ja sowieso klar für Profis, aber nichtsdestotrotz, ne, auch im Web-Frontend, da hat sich so viel getan, ne? Also das Google Search Console Team macht so viel, um uns immer mehr und immer bessere Daten zu geben, auf denen wir dann auch bessere Entscheidungen treffen können, ne? Und dann kommt wieder aus der Scrape-Data-Ecke, wie so, Google gibt uns nicht alle Daten, alles doof und lalala. Finde ich scheiße, sorry. Ja, das ist einfach nicht gerecht. Ja. Ich meine, klar, die nicht alle Daten vorhalten können für jeden, für jede Webseite, ja, in jeder Ausführung. Das ist ja absolut klar und verständlich, ja. Aber dann sozusagen hier auf solchen Percentages irgendwie rumhauen, als finde ich einfach unfair. Ja. Wie gesagt, die machen einen grandiosen, sensationellen Job, geben uns immer mehr Daten und man muss die Daten einfach nur interpretieren können. Also, aber ich finde halt, es wird einfach immer so beschwert und ihr gebt es nicht und das ist doof. Und was soll das? Seid doch mal dankbar dafür. Nochmal, wir kommen aus einer Zeit, wo wir überhaupt keine Daten hatten. Ja? Und ich finde es halt echt krass, dass dann Leute sagen, irgendwie so, ich kriege ja nicht genug Keywords raus. Aber dann, wie gesagt, kommt von Scrape Data, ja, die deutlich weniger haben, als was dann da drin ist. Also, I don't get it. Also, wie gesagt, diese ganze Diskussion, da muss ich nicht mitdiskutieren. Genau, aber jetzt habe ich schon gesagt, das muss ich eigentlich gar nicht mehr kommentieren. Ich kann jetzt in Malte von dem Video mit diesem Jumplink, egal, whatever. Oder das Transkript einfach dann zuschicken. Ja, egal. Meine Meinung ist auch nicht immer interessant. Also,
Dann, ach so, apropos TikTok, ne, genau, also wie gesagt, nochmal, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, und aber ich habe es ja auch gerade am Montag wieder gesagt, TikTok würde ich jetzt nie auf mein Handy installieren, weil es einfach nur eine Spy-App ist. Gut gemacht, ja, gut gemacht, die Spy-App, aber mein, so musst du es halt auch machen. Und der Scott Galloway kennt ihr auch, dieser Professor aus New York, sensationeller Typ, kennt ihr vielleicht auch von der Online-Marketing-Rockstars, da war er ja auch schon mal live. Genau, der hatte sich das nochmal ein bisschen auseinandergefriemelt, hier, wie TikTok funktioniert. By the way, guckt euch das mal an. Annual Revenue since Founding. Ja, deutlich am schnellsten, also innerhalb von 6 Jahren auf 12 Milliarden jährlichen Umsatz. Holy shit. Ja, ist schon cool, ja. Genau, also da kratzen wir nicht dran. Wir sehen, und ich kann euch verraten, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber wir haben keine 4 Milliarden Umsatz. Kann ich euch verraten. Also, wie gesagt, wir sind hier nicht aus diesem Chart. Das ist natürlich eindrucksvoll. Aber, wie gesagt, lest euch das durch, das Trojan Stallion, hervorragend hier das Thema nochmal ein bisschen aufgedröselt, warum man auch vorsichtig sein sollte hinsichtlich TikTok. Und, wie gesagt, wen es interessiert, dem sei dieser Artikel ans Herz gelegt. Wirklich grandioser Artikel von Scott Galloway. Dann, genau, aber Google ist wirklich, ja, also die spüren die Hitze, they feel the heat. Ja, read the memo, Google CEO said employees about hiring slowdown. Ja, hi Googlers, hard to believe we're already through the first half of 2022. It's the right opportunity to thank everyone for the great work so far and share how my leads and I are thinking about H2. Und dann kommt's. Blah, 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 blah. Yeah. Because of the hiring process achieved so far this year, we'll be slowing the pace of hiring for the rest of the year while still supporting our most important opportunities. Ja, also, genau, scarcity breeds clarity. Krass. This is something we've been saying since the earliest days of Google. It's what drives focus and creativity that ultimately that help people all over the world. Geil. Also, richtig coole E-Mail. Und genau, aber ne, man spürt es, auch Google sagt jetzt, ey, wir drehen jetzt mal auf der Bremse bezüglich Hirings. Ich meine, gut, die stellen halt auch mal wirklich mal zehntausende Leute jedes Jahr ein. Ne, also auch so ein Slowdown ist dann immer noch mehr, als was wir im Jahr rekruten. Ja, obwohl bei uns ja wirklich krass. Also ich meine, wir haben ja auch dieses Jahr 50 neue Kollegen bekommen, oder? Von denen wir sicherlich heute 40 zum ersten Mal sehen heute. Auf der ja, ich bin ja im Büro und da sieht man auch echt einige neue Gesichter, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und das ist immer so... Okay, cool, hey, und, aber trotzdem sehr, sehr schwierig, sich die ganzen Namen auf die Schnelle zu merken. Und ich meine, wir kennen ja schon die meisten. Das heißt, es sind halt ein paar, die dazugekommen sind und ein paar neue Namen, die man sich merken muss. Für die anderen muss es ja noch viel, viel schlimmer sein, wenn ja, alle krass. Namen neu lernen. Oder wenn du neu bist, ja, absolut. Und wie ist das für jemand bei Google, ja, dass ich da mal 10.000 neue Namen habe? Ich habe allerdings heute auch im Doppelgänger-Podcast schon gehört, dass auch Apple mittlerweile einen Slowdown hat im Hiring-Prozess. Alle. Ja. Ich glaube, alle tun sich ihren Cash um den Körper schnallen, ne? Und irgendwie bitte bringen uns durch die Krise. Genau, also wie gesagt, auch selbst Google, selbst wenn man Milliarden Gewinn macht jedes Quartal, genau, auch da treten sie auf die Bremse. Wie nennt man das, wenn man ein Gürtel aus Geldscheinen hat? Weil du es jetzt gerade gesagt hast, Cash um die... Ein Gürtel aus Geldscheinen. Ja. Im Englischen würdest du sagen, a waste of money. A waste of money. Ja, ist ein Belt. Ja, ist nicht, also du meinst ein Waste, die Hüfte, voll Money. Okay, gut. Ja. Ja, mäßig lustig, aber guter Versuch. Das Suchverhalten resultiert primär vom Smartphone. Ich sage nur In-App-Search versus Search-App versus Native-Browser. Ach so, genau. Also er sagt hier, der Ahmed, guter Punkt natürlich. Ne, warum suchen jetzt gerade... Auch die neuere Generation jetzt gerade eher auf Instagram oder auf TikTok, ne? Ist gerade so, ja, einfach, weil sie auch nativ mit dieser, wie sie eben überhaupt generell mit ihren Smartphones agieren, das ist einfach da einfach auch so ein bisschen, ja, natürlicher, sozusagen halt, ist guter Punkt vom Ahmed. Alex, ihr könnt ja heute Abend diese My Name ist Aufkleber verteilen. Na, schmales Problem. Auch Lifehack für mich ist, wir haben jetzt mittlerweile ein Buchungssystem, über das wir dann entsprechend die Tische buchen, weil wir keine festen Sitzplätze mehr im Büro haben. Und einfach nachzugucken, ach, wer sitzt denn da eigentlich neben mir? Also ein Google Sheet. Ja, ist auch ein System. Ich finde, das hört sich so mehr sophisticated an. Oh, wir haben da ein System, wie man bei uns die Plätze... Das ist ein System. Google Sheet ist offen, dann kriegst du einen Namen. Ja, genau. Also klingt ein bisschen mehr sophisticated, wie es ist. Was ist dann da mit dem... Ja, dann schaut man einfach, wer sitzt neben einem, dann weißt du, ach, guck mal, so heißen die.
getaggt. Deswegen setze ich mich immer wohin, wo ich mich nicht eingetragen habe. Genau. Ich rede es auch immer wieder in der Küche. Ich habe das der Inkognito-Handler. In meiner Karriere bekommen. Ja, ich habe schon dreimal in der Küche gehabt, wo neue Leute mich gefragt haben, was machst du hier? War echt, also das ist nicht das Beste. Das Beste war doch mit dem Kaffee holen oder sowas. Ah, ja, gut, aber das war ein Kunde. Also genau, ja. Das Kunde da kam und ich habe gesagt, hey, wollen Sie einen Kaffee? Soll ich Kaffee bringen? Da habe ich alle die Bestellung aufgenommen, habe die ganzen Kaffees gemacht, also auch wirklich hier so sieht meine Barista-Fähigkeiten unter Beweis gestellt und richtig coolen Cappuccino gemacht. Und dann kam ich dann rein und sagen, ja, wir warten noch auf den Herrn Tandler. Sozusagen, der lässt ein bisschen auf sich warten, scheinbar ist er, nee, der hat halt gerade Kaffee gemacht. genau, war ganz cool. Das war natürlich alles Anzugträger, selbstverständlich, ne? Und ich komme natürlich wieder rein wie Karl Arsch. Genau, das ist ja sowieso meine persönliche Mission, ich will immer der schlecht angezogenste im Raum sein. Ja. Und ganz ehrlich, also schaffst du, glaube ich, sehr, sehr gut. Also ich habe natürlich heute die Right Fashion, sonst siehst du ein bisschen wie Karl Arsch aus. Ich hab den tollen Hoodie vom Robin bekommen habe. Genau. Natürlich auch noch vielen, vielen Dank an die Kollegen von Steinberg. Mega cool, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Genau. Und vor allem mich auch. Die Tage immer wieder gerne getragen, weil unser Kellerraum sehr, sehr kühl geworden ist. Und dann kommt man in kurzer Hose ins Büro und muss erstmal einen Pulli anziehen. Hat aber zu Hause natürlich nicht darüber nachgedacht, einen Pulli anzuziehen. Genau. Ja, du, ich kenne das, kenn das bei uns. Das ist wirklich echt krass. Übrigens, der Rüdiger, wenn die Musik stoppt, alle nach einem Stuhl suchen, ist auch ein System. Aber das spielen wir aber heute nicht. Der Ralf, habe es bei den Ride-Events immer gefeiert, dass du mit der Snackbox rumgelaufen bist. Ja, immer, das mache ich ja auch gerne noch. Also gerade wenn Eis, oder wenn es sehr heiß ist, dass ich mit Eis entsprechend halt rumlaufe. Und heute rennst du mit der Uso-Flasche dann rum. Nee, das macht der Andi. Andi ist ja hier der Uso. Ich trinke ja keine Uso. Also von dem her, genau, bleib mir weg mit dem Zeug. Boah, krass, da mache ich lieber eine Zahnwurzelbehandlung. Also, wirklich. Also, bitte schneid mich an den Stuhl und gib mir eine Zahnwurzelbehandlung, bevor ich irgendwie in den Uso irgendwie darunter runterwürge. Bleibt sowieso nicht unten. Also, wie gesagt, der läuft mit der Uso-Flasche rum. Ich, genau, muss ich nicht. Jammer. Der Emanuel, jammer's. Ja, gut, der Emanuel weiß, wovon er redet. Andi ist eher Wodka. Nee, also ich glaube, der Uso im griechischen Restaurant, das passt schon so. Ja. Also klingt sehr nach Ride. Gut, machen wir weiter. Genug Schabadak. Das ist ein richtig, richtig, richtig interessanter Artikel. The Curious Case of a Page Being No Index. Und das ist wirklich scary. Scary. Krasser Fall von der Christina hier, den sie hier beschreibt. Und zwar geht es hier um eine Seite, und zwar um diese Magento. Also ich glaube, sie arbeitet für Magento, oder? Genau, aber Arons wrote an article about SEO for Magento 2. It was one of the first guides for the Magento 2.0 platform, and it became very popular with merchants, marketers and SEOs. Even now, the post is being ranked in the featured snippet above the official Magento website. Ah, genau, also da hat sie diesen Artikel hier geschrieben, über SEO mit Magento 2. Und genau, und one day I needed to send a link to this post to my client. I googled it, and the post didn't show up on the first page. On any other page, it didn't even show up for my name plus topic. It was weird, so I started digging into it. Und es wurde richtig, richtig spannend, weil die Seite wurde no index. Aber das kann gar nicht sein, weil die Seite hat ein Index-Follow in den Meta-Tags. Aber, und jetzt gerade, oh, become an advanced technical SEO professional. Holy shit. Ja, krass. Herr Tandler, das wäre doch was für dich, oder? Das will ich. Learn more. Also, no doings, I don't want to become a pro. Nee, genau, ich will kein Profi werden. Du möchtest lieber die Junior-Position einbehalten. Genau, ich tue lieber weiterhin einfach, euch, aus der Junior-Perspektive das alles präsentieren hier. Und das ist wirklich krass. Also, es war nämlich, when I checked this part in the source code, okay, blablabla. Was that to index follow? But something caught my eye. There was this phase on the page saying phrase wahrscheinlich. Instead of canonicalization, pages with sorted or filtered results can be no indexed either by setting up exclusions in Google Console or by adding meta robots to such URLs. When I check this part in the page source, it reads like this. Instead of canonicalization, blah, 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 or by adding meta robots, meta name robots, content no index follow to such URLs. Also es steht quasi im Text drin, ja, dass man hier in dem Fall meta name robots, content no index Follow nutzen kann, was natürlich auch, by the way, schmarrn ist, das wisst ihr ja, ne? Weil No-Index-Follow wird einfach zu No-Index-No-Follow, also es kann wünscht dir was leider. Ne? Und this was missing from the copy seen visually on the page, but available in the page source. Ja, und das muss man sich mal geben. Also das ist ja totale Banane. Also Google zeigt das nicht an, sondern interpretiert es als HTML-Tag. Und jetzt wird es noch schlimmer, weil eigentlich musst du den Canonical im Head setzen. Das kennen wir ja auch alle, wissen wir auch alle. Geht nur im Head, nicht im Body. Und was passiert da? Der schreibt es dann im Body rein und auf einmal überschreibt Google das, was im Body da drin ist, das Head
des Head Roberts TXT und sagt, Roberts Meta, sorry, und sagt No Index. Und das Ding ist No Index. Ja? Und vor allen Dingen, also was ich jetzt so als erste Idee dann im Kopf habe, ist, ich gucke mir mal irgendwelche Seiten an, die gut ranken und schreibe dann in die Kommentare das einfach mal rein und schaue, ob das funktioniert. Natürlich! Ganze Kommentare, Gästebücher, what the hell, alles. Also Foren, ich kann irgendwo, also da geht's ja, ich meine, man hat ja schon versucht, auch um Cross-Site-Scripting irgendwie so zu vermeiden, dass ich, guck mal, kann man keine HTML-Tags zum Beispiel in bestimmte Felder auf, also Formularfelder oder so, irgendwie reinnehmen kann, dass das gar nicht gemacht werden kann, ne? Wie gesagt, Cross-Site-Scripting müssen wir jetzt nicht drüber reden, ne? Und jetzt, ich brauche nicht mal Cross-Site-Scripting. Ich muss das einfach nur direkt da drin erwähnen. Also sagen wir mal, irgendjemand hat einen Blogpost geschrieben über meine Firma, dass wir irgendwie schlecht sind. Dann schreibe ich einfach einen Kommentar. So, ich lasse jetzt mal diesen Artikel verschwinden. Meta-Name Roberts, no index follow. Ja, boom, und es ist weg. Ja, what? Ja, und wer jetzt denkt, das ist doch Schmarrn, das kann doch nicht sein. Es stimmt leider. Also ich bin genauso überrascht wie ihr, weil sie jetzt nochmal gemacht, sie hat eine Seite gebaut. A page to test no index, sehr kreativ, yay. Genau, die Seite wurde indexiert, da ist sie. Dann hat sie im Body, ja, nochmal hier, Metaname Roberts Content No Index Follow geschrieben, ja. If you look at the source code of the page, you will see that the Meta Roberts tag in the head section allows indexing of this page. Also da steht Index Follow, ne, könnt ihr hier sehen. But then the tag in the body looks like this, ja. Und ja, es ist No Index, sie ist weg. Ja, hier, Noel not available in Google, ja, hier, no. No, no index detected in Roberts Meta Tags. Was? Ja? The mobile friendly test also picks up the no index tags. Ja, so sieht es da drin aus. Ne? Screaming Fox sieht es auch, wir wahrscheinlich auch. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir es sehen würden, was ja nochmal krass ist, wenn es dann wirklich funktioniert. Aber egal. Auf jeden Fall hat es dann wieder entfernt. Können wir ja relativ leicht rausfinden, indem wir die Seite einfach mal crawlen oder in die Einzelseitenanalyse per Write reinschmeißen. Können wir wirklich machen. Das wäre natürlich super spannend. Aber das ist krass. Also ich will eben wirklich, what the hell? Ja, wie gesagt, wenn das so funktioniert, dann kann man damit eine Menge Schindluder treiben. And you heard it here first, by the way. Der Steve ist, glaube ich, ähnlich geschockt. Spannend. Dass Google hier zum Beispiel Schreibfehler im Roberts-Tag verzeiht und selbst interpretiert, war bekannt. Genau, das kennen wir. Guter Punkt. Ne, da gibt es ja auch einige Tests. Ne? Also mit dem Robot, statt Robots oder solche Geschichten halt. Ne? Das ist allerdings schon etwas viel an Selbstinterpretation. Ja, vor allem, man sagt, es darf nur im Head sein. Und ich meine, ich öffne ja meine, also alle Tore für Missbrauch. Ja? Wenn ich hier wirklich einfach nur das entsprechend hier in den Blog-Kommentar oder wo es weiß ich auch immer reinklöppeln muss. Der Manuel, wäre interessant zu sehen, ob die Robots DT noch was gemacht. Nee, mit der Roberts hat es ja jetzt ja nichts zu tun. Es geht jetzt ja nur ums Indexing, nicht um das. Wieder was gelernt. Aber hallo. Und zwar in der Tiglinduse SEO. Wo sonst? Wie man koreanische Herzen macht. Genau. Ja, geil. Also, super, super, super spannend. Genau, wen das interessiert, wer mich glaubt, lest es durch. Krasser Fall hier von der Christina. Sollte sich jeder SEO mal durchlesen, weil das ist wirklich scary. Dann, der Oliver hat natürlich immer super kreative Tests. Diesmal geht es um Hiding XML Sitemaps. Also in dem Fall war das so, a client was working on a dynamic XML sitemap containing potentially juicy information competitors would be very interested. Und krass, dass es in so einer Sitemap vorkommt. Also wenn ich wirklich was super juicy habe, irgendwie was meine Competitor interessiert, warum die Sitemap, also vielleicht will ich mir was anderes. Aber genau, das war ja eigentlich sein Problem, weil er wollte jetzt quasi diese Sitemap verstecken und hat dann unterschiedliche Sachen probiert. Also er hat es auf einer anderen Domain gehostet. Er hat eine non-standard Location, No Index, selbstverständlich, hat es gecloaked, hat die Extension gedroppt, kein XML-Format, Hostile Naming Structure, auch sehr geil, ne? Und Decoys, was weiß ich auch immer, das erinnert mich natürlich immer dran, dass ich früher immer den Google Slurp geblockt habe von all meinen, von meinem ganzen Netzwerk, weil so konnten die Leute quasi die Backlinks entsprechend halt nicht sehen, ne? Weil Google Slurp sie quasi nicht gesehen haben. Viele haben ja quasi das damals daraus gezogen. Fand ich immer sehr lustig. Oder dass ich SEOs, also ich halt wusste, weil sie über Webmasters on the Roof oder meinen Mediadonis-Blog entsprechend halt kamen, dass ich die IP quasi rausgeklockt habe. Und dass ich auf meinen SEO-Projekten dann immer, wenn ich wusste, es kommt ein SEO drauf, ne? Also wenn jemand SEO-FM hört, kennt er sich vielleicht mit SEO aus. Und dann habe ich sie einfach auf eine leere Webseite geschickt. Genau. Ich meine, auch gute SEOs haben das natürlich nicht irgendwie aus der Bahn werfen lassen, aber ich meine, da ist eine Menge Bodensatz, der sich dann natürlich eher da gewundert hat. Also wie gesagt, wer mal seine Seiten mit XML verstecken will, hier sehr interessante, nette Tipps von Oliver.
Krass. Googles Anlauf in das Kinderzimmer. Das Unternehmen plant Teddybären mit Kameras und Mikrofonen. What? Was? Ja, genau. Hier gibt es irgendein Patent, der Google Teddybär mit Mikrofon, Kamera, Speaker. Genau, um seine Kinder zu überwachen. Gibt es auch als Hase scheinbar irgendwie. Und ja, finde ich eher scary. Also wer, keine Ahnung, die Kindersitterin, die Babysitterin überprüfen will, beziehungsweise auch mit der Möglichkeit, hier zu sprechen, aber dann spricht quasi der Teddybär mit dem, I don't know, super scary. Ja, auf der einen Seite scary, auf der anderen Seite, als ich ja in Karlsruhe auf der Hallo Digital war, war zum Beispiel die Eröffnungskeynote von dem Ömer entsprechend in die Richtung gegangen, wo er gesagt hat, okay, wie könnte denn eigentlich Digitalisierung denn wirklich aussehen? Und da hat er zum Beispiel, und das finde ich jetzt eigentlich im Nachhinein auch ein positives Beispiel genannt, wie man zum Beispiel ja, so eine Art Kuscheltiere nimmt und die dann zum Beispiel für ältere Leute in Seniorenheimen nutzt, damit die entsprechend Interaktionen haben können. Weil es natürlich super schwierig ist, wenn wir sagen, okay, weniger Menschen haben ja Zeit, sich um ihre Angehörigen entsprechend zu kümmern. Und es gibt natürlich auch weniger Pflegepersonalmangel momentan. Und wie man da entsprechendes nutzen kann, um zum Beispiel diesen den Angehörigen Unterstützung anzubieten kann. Und dann haben die auch gezeigt gehabt, wie schafft man es auch wirklich, den älteren Menschen dann beizubringen, dass die Tiere dann entsprechend auch geladen werden müssen, also diese Kuscheltiere. Und dann hat er so ein Beispiel gezeigt von Robben, die haben einen Schnuller und dieser Schnuller ist eigentlich dann quasi der Strom, die Stromversorgung, wenn die dann nicht benutzt werden. Und das war jetzt für mich irgendwie, was du jetzt gerade gezeigt hast, irgendwie so ein bisschen das Gleiche in Grün, halt nur für Kinder, aber kann ja auch in so eine ähnliche Richtung gehen. Ich finde es auf jeden Fall super scary. Und ich will ja einfach nochmal Armins Kommentar hier promoten. Gibt es die Puppe auch als Chucky? Und ich meine, nee, also, aber das stimmt. Also ich finde es so scary. Genau, da können sie gleich eine Chucky-Puppe rausbringen. Hier Emanuel mit Glasshole Parenting. Apropos Glassholes. Genau, so wurden sie ja genannt, die damals Google Glasses ausprobiert haben als erstes. Und du hast da schon mal etwas vorbereitet? Nee, weil da gibt es nämlich jetzt... Da gibt es einen Test, der jetzt gerade gestartet worden ist. Ja, genau. Google tut da nämlich was Neues. Glassholes. Nee. Oh. Ja, das ist es. Genau. Building and Testing Helpful AR Experiences. Genau, also hier wird es ein neues neues AR-Headset geben. Soll ja auch sogar, also jetzt können die ersten Tests beginnen, weil 2024 soll es dann auch schon verkauft werden. Apple steht da ja auch schon scheinbar in den Startlöchern. Also da geht es jetzt wirklich rum, wer schmeißt jetzt hier das beste AR-Headset auf den Markt. Genau, gerade wenn es auch Apple ist, will Google da direkt halt nachziehen, verständlicherweise. Und genau, aber diesmal ohne, dass halt, wie gesagt, Bilder oder Video gemacht werden, weil das war ja genau das Problem, warum die Leute sie auch Glassholes genannt haben, weil du gehst da, keine Ahnung, in Starbucks rein, also nicht, weil du irgendwie gerne schlechten Kaffee trinkst und lieber in einen Kaffeeshop gehen solltest, der auch in Deutschland Steuern zahlt, ja, oder im ausreichenden Maße, aber, ne, weil du natürlich auch die ganzen Leute da werden gefilmt, fotografiert ohne ihren Consent und das geht natürlich nicht. Ne? Und deswegen haben sie dann als Glasshole beschimpft und aus den Läden geschmissen. Und daraus haben sie gelernt und sagen, okay, wir machen keine Bilder mehr, kein Video, sondern es wird rein geaugmented. Also zum Beispiel so coole Geschichten, wie wir das, glaube ich, schon mal in einem Video gesehen hatten von der Google I.O., ne? Dass hier simultan übersetzt wird, während quasi jemand in einer anderen Sprache mit mir redet. Ne? Da habe ich dann quasi Subtitles dieser Konversation. Wow, ne? Also das ist natürlich richtig cool. Oder dass ich zum Beispiel mir eine Speisekarte angucke in einer fremden Sprache und es automatisch übersetzt vor mir sehe und solche Gags. Das ist natürlich richtig cool. Also von dem aber also das gibt es ja schon mit den Google-Übersetzungstools, das schon haben. Aber halt jetzt halt, dass ich halt nativ aufhabe und sozusagen generell so eine, ja, Augmented Reality, also dass mir einfach genützliche Informationen direkt quasi ins Sichtfeld hier reinprojiziert werden. Also, Quality Land lässt grüßen. Genau, yay, genau. Quality Land, genau, wisst ihr ja, genau, Alex und ich lieben ja dieses Buch, deswegen wieder unsere Empfehlung. Quality Land hier vom Marc-Uwe Kling, der hat ja auch die Känguru-Kloniken geschrieben. Sensationelles Buch, muss man lesen, auch das einzige Prosa-Buch, das ich in vielen Jahren gelesen habe, es hat sich gelohnt. Genau, ich bin ja nicht so der Prosa-Leser, aber das ist ein sensationelles Buch über die Zukunft, die wirklich auch Realität werden können, auch wenn es sehr lustig ist, aber dann fast schon traurig. Apropos, was Google gerade alles noch macht, ich habe noch ein spannendes Patent für euch gefunden in meinem Patente-Catcher. Und zwar
Query Categorization Based on Image Results. Und das ist super spannend. Also ist gerade gepublished worden am 7. Juli. Genau, ist auch nicht allzu alt, dieses Patent. Und das ist wirklich sehr spannend. Wie gesagt, ist natürlich ein bisschen länger. Aber was hier das Interessante ist, dass gerade wenn ich sozusagen Bilder, also wenn ich eine Imagebox zum Beispiel eben in den SERPs habe, dass Google hier, auch wenn ich dann sozusagen ein Image anklicke, also gerade wenn ich so ein ambiguous Term habe, also wo ich nicht ganz genau weiß, was sucht die Person jetzt, ne, also oder es kann unterschiedliche Bedeutungen haben oder wie gesagt, das Thema hat halt verschiedene Facetten oder was weiß ich auch immer, ne? Also QDD, Query Deserves Diversity, ich weiß aber noch nicht so ganz genau, was du suchst, ich gebe dir mal ganz viele verschiedene Sachen und ein weiterer Weg hier ist durch, wenn jetzt jemand einen Klick auf ein bestimmtes Bild tätigt, also irgendwas hat ihm ja da gefallen, ne? Das sozusagen hier visuell, ah krass, ich glaube, das scheint so ungefähr zu sein, wie da, was ich halt suche, dass jetzt Google wiederum nachschaut, womit ist dieses Bild halt alles kategorisiert außerhalb dieses Terms, weswegen es ja letztendlich auch hier angezeigt wurde, ne? Aber sozusagen, was gibt es hier noch für eine weitere Kategorisierung, um das dann wieder als hinzunehmen, um eben jetzt hier besser ein Search Refinement hier quasi vorzunehmen. Also wirklich sehr, sehr spannendes Patent. Wie gesagt, sehr, sehr spannend, wie das entsprechend funktioniert und wie dann auch gerade, wie gesagt, auch im persönlichen Fall dann natürlich auch hier ein Re-Ranking stattfinden kann. Ne? Also receive image from the first search results, responsive to a first query, select first image results, whose user behavior data satisfies a threshold, ne? Und dann association annotations with the selected first image result based on the selected first image results content, ne? Und dann associate the categories with the first query based on the associated annotations and receiving second search result for the second query and reordering the second search results based on the categories associated with the first query. Also nochmal auf Englisch, was ich gerade, glaube ich, auf Deutsch gesagt habe, mehr oder weniger. Genau, also wirklich, wirklich spannend, sehr, sehr interessanter Prozess, interessantes Patent. Wie gesagt, ich habe es jetzt nur PDF, weil ich es über meinen Patente-Reader habe, aber ja, ich würde mal sagen, spätestens der Olaf schreibt hoffentlich mal einen Artikel dazu. Genau. Bei der Begutachtung der Speisekarte wird der Nutri-Score und die Bewertung eingeblendet. Das ist natürlich auch richtig geil. Das ist halt auch nochmal richtig geil, wenn du weißt, okay, hier hast du irgendwie ein Rezept oder ein Gericht, das besteht meistens aus den und den Zutaten. Hilft natürlich auch zum Beispiel, dem Vegetarier, um rauszufinden, ob da jetzt wirklich kein Fleisch drin ist. Das ist natürlich auch wieder was Interessantes. Oder wenn ich ein Allergiker bin, dass ich zum Beispiel sage, ach, guck mal hier, das kann ich jetzt zum Beispiel essen, um das zu nutzen. Also ich glaube, da stecken auch sehr, sehr viele Potenziale drin, die man wirklich auch ausnutzen kann. Der Kasper hat mir gerade auch noch zum Geburtstag gratuliert. Vielen Dank, Kasper. Da hat mir übrigens noch mal ein lustiges Bild geschickt, wo er, da war er noch bei Google, 2007. Da habe ich sie zum ersten Mal quasi getroffen. Ach, ich meine Private Conversations hier mit dem Kasper. Genau. Lieben Dank. Moment, ganz kurz. Nee, guck mal, und der Olaf schreibt auch schon, also Artikel zu dem Patent ist in der Pipeline. Ah, schon, siehste, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wirklich, also echt spannend. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr spannend. Cool, Olaf schreibt drüber, lass es uns wissen, dann promoten wir es gleich noch. Annika, schon, da ist auch noch einiges in der Pipeline sozusagen quasi von Optionen, kann man natürlich auch so sehen. Ich glaube, der Olaf hat immer was in der Pipeline. Ich wollte gerade sagen, apropos Olaf, weil ich habe ein bisschen weiter hinten, genau, ich habe nämlich erst noch jemand anderes noch interessant. Genau, am Montag ging es um Südkorea. Hier Top 5 Chinese Search Engines and How They Work. Wie gesagt, ich kann keine von denen bedienen, genau, weil ich natürlich kein Chinesisch, Mandarin oder was weiß ich. Aber da ist doch auch jetzt vom Markus ein Buch rausgekommen. Da, guck mal an, was mein nächstes Tab ist. Genau, nämlich der Markus Penzek hört auch das eine oder andere Mal zu. So, und der Bernd hat dir geschrieben. Hier, der Bernd. Oh, sehr gut. Ach, krass. Den Bernd, der hat eine tolle Familie. Das ist unser Fotograf, der auch immer G50 ist, aber ein sehr berühmter Fotograf, sogar der Bernd. Genau. Lustig. Und genau, auf jeden Fall, der Markus Penzek hat hier genau ein Buch dazu geschrieben, SEO for China, Chinese Search Engine Optimization. Wollen wir auch nochmal einladen, den Markus. Wir haben mit ihm auf der Campings darüber geredet. Werden wir auch nochmal nachholen. Jetzt haben wir über Südkorea geredet, wäre natürlich nochmal cool, auch mal über China zu reden und vor allem auf Deutsch mit dem Markus. Also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, sollte sich sein Buch entsprechend holen. Der weiß, wovon er redet, der Markus. Und wir werden ihn versuchen, auf jeden Fall nochmal hier zu verhaften für die Show. War auch coolerweise in unserem Vortrag mit drin. Fand ich auch mega cool, dass er dazugekommen ist. Und hat sehr, sehr viele Fotos für uns gemacht. Das bin ich immer noch sehr dankbar. Ich bin auch großer Fan vom Markus. Nicht nur, weil er einen coolen Namen hat. Auch mit C. Tschüss. Ja, Markus Gruber. Das ist krass. Lilly. Ne? Wow. Also das war hier die Moscon, glaube ich.
Will Reynolds showed three examples of black doctors, nurses, where Google's Vision AI rated the image as 70% plus street fashion, despite them literally wearing scrubs, also ein Arztkittel. Ne? When he painted the nurse white, it switched to formal wear. Truly unbelievable. Und das ist wirklich truly unbelievable. Ne? Also es ist wirklich krass. Eine schwarze Frau in einem Arztkittel, ne? Ja, Street Fashion, ja, oh, ist eine weiße Frau in einem Ding, ja, Formal Wear, ja, what the fuck, da sieht man wieder das Problem mit Training Sets im AI, ne? Ich meine, wie gesagt, diese ganze AI, das ist alles schön und gut, am Ende des Tages kommt es wirklich drauf an, sozusagen, auf was für einer Basis ich das trainiere, und hier sehen wir, hier gibt es ein Problem im Training Set. Und zwar wie? Da lese ich ja gerade sowieso noch was sehr Interessantes. Es geht ja genau auch sozusagen in die Richtung. Ich lese ja da Neues, immer noch von Kahneman, ne? Also wie bin ich? Fast die Hälfte. Ist auch ein sehr, sehr langes Buch, aber grandioses Buch. Und das ist ja genau auch das, was da passiert. Ne? Also das ja hier auch hier. Dieses Rauschen quasi, was dann in diesen Auswertungen mit drin ist. Ja, beziehungsweise auch, ne, dass dann zum Beispiel auch gerade in Amerika, ne, wenn ich halt schwarz bin, ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich größer, dass ich erstens verurteilt werde und zweitens deutlich länger in den Bau gehe, als wenn ich halt weiß bin und solche Geschichten. Ne? Und ich meine, holy shit, ja, also das ist wirklich, wirklich krass und wirklich auch problematisch auf eine ganze Menge Ebenen, ne? Super problematisch. Wie gesagt, Training Set immer super wichtig. Und wer es mir nicht glaubt, es gab mal, die haben mal zwei Chatbots irgendwie auf Reddit, nur mit Reddit entsprechend trainiert. Und dann haben sie die beiden Chatbots miteinander irgendwie sprechen lassen. Und ich glaube, bereits nach 5 Minuten haben die angefangen irgendwie, ja, keine Ahnung. Nee, es gab einen Chatbot zu begrüßen und solche Geschichten. Achso, ja, nee, es gab ja einen Chatbot von Microsoft, der auf Twitter losgelassen worden ist. Und der dann auf Twitter angefangen hat, rassistische Kommentare, den Holocaust geleugnet hat und was weiß ich alles. Also es ist richtig, und muss dann innerhalb von einem Tag wieder abgeschaltet werden. Super krass, ja. Und ich glaube, mit Reddit, ja, das war ungefähr gleich. Wie gesagt, nochmal zum Thema, ich lese keine Kommentare, aus gutem Grund. Genau. Außer von Malte, wie gesagt, ich habe gelesen, ich habe nur nicht geantwortet. Genau, dann, wo wir gerade vom Olaf reden, ein Thema, mit dem sich auch der Olaf sehr, sehr eingängig beschäftigt und unter anderem auch die Lilly. Why expertise is the most important ranking factor of them all? Vor allem im Moment halt immer noch your money or your life, aber ich meine natürlich perspektivisch ist es sicherlich etwas, was Google natürlich auch über mehrere Themen auslernen will. Und das ist wirklich ein super Artikel zum Thema EAT, muss man wirklich sagen, nochmal sehr gut zusammengefasst. Das ist einfach auch ihre Präsentation von der MOSCON, die sie jetzt einfach nochmal verblockt hat. Entsprechend, also von dem her kann ich euch das wirklich empfehlen, weil ich habe auch die Präsen irgendwo gefunden, aber so nochmal deutlich besser, ihr müsst euch nicht durch die Präsen, da ist okay. Ich habe die Präsen nicht gefunden. Und der Johann kommt dazu. Ja, genau, da ist sie, also die gucke ich mir nachher auch nochmal an. Also cool, dass sie das nochmal verblockt hat, grandioser Artikel zum Thema EAT. Und das finde ich auch nochmal ganz cool, das kommt auch im Artikel vor, weil sie wird auch immer wieder gefragt, ne, dass sie sagen, hey, wie sieht denn so eine gute Author-Bio aus? Und sie gibt ja ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, dieses Beispiel von dem Dr. Andreas Ihnfeld, Swedish Medical Doctor, specialized in Family Medicine. Genau, hier dieser Gründer von Diet Doctor. Und genau, und das ist halt wirklich sehr, sehr cool. Eine Medical License Certificates, bam, direkt da drin. Moore, ne, wo hat er irgendwie noch, was hat er noch alles da gemacht? Wo war er entsprechend in the media? Seine Videokurse, seine Presentations, die Konferenzen, auf denen er gesprochen hat. Published Articles auf anderen Dingen. Seine latest Post auf dieser Seite. Was weiß ich auch immer. Medical Reviewed Evidence-Based Guides. Medically Reviewed Evidence-Based Guides. Wow. Ja, Potential Conflicts of Interests. Ja, also, du würdest sagen, er hat jetzt einen hohen EAT-Score. Ja, nein, sage ich nicht. Selbstverständlich sage ich das nicht. Ja, du, der Olaf wird sich hier im Grab umdrehen. Also der dreht sich an seinem Frühstückstisch rum. Keine Ahnung, wo sich der Olaf gerade rumdreht. Sorry, dummer Spruch. Wie sagt man, dass der Olaf nicht tot ist? Also wenn aber jemand eine Expertise in dem Bereich hat, also normal sagt man ja, der würde sich im Grab umdrehen, weil das war halt die Referenz und dann macht irgendjemand was, wo der halt irgendwie, oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. Er hätte sich in der Zukunft im Grab rumdrehen können. Nein. Würden, ja. Werden sollen. Werden sollen. Sorry, Olaf, also es war keine Beleidigung. Es war genau das Gegenteil. Wir wollten eher nochmal heraus, dass du dich auch sehr gut auskennst und bestimmt, wie gesagt, genau, dich einmal um deinen Frühstückstisch gerade gedreht hast. um 10 vor 1 am Frühstückstisch.
Mittagstisch vielleicht. Olaf, es tut mir leid. Ich wollte aber nur ausdrücken, du hast bestimmt genau dasselbe Gefühl hier. Aber cool, also. Gutes Beispiel, also finde ich auch echt, also ja, da wird man halt, denkt man, okay, man kann denen vertrauen. Ja, genau, also und vor allem, wie gesagt, du schaltest aus, du zeigst es auch direkt, du bist komplett hier, ich mache mich nackig, ne, kannst hier wirklich sehen, sozusagen, was ich alles geleistet habe. Also ich glaube, da hier macht es mich wirklich sehr, sehr einfach, wenn hier jemand nachrecherchiert, ne, dass der wirklich was verstanden hat, dass er Expertise hat, dass er eine Autorität in dem Bereich ist und dass man vertrauen kann. Genau. Ja. Also Olaf macht, dann ist alles gut. Lol, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es sind auch nur noch 10 Minuten. Es kann nur noch schlimmer werden. Genau. Apropos schlimmer werden, jetzt kommt der Artikel vom Olaf. Bedimmt's. Nein! Damn. Ja, oh Gott, also heute habe ich echt auf dem Kieker. Nee, also du glaubst, du hast heute einen Abgesang oder was? Nee, jetzt hören wir auf mit, genau, keinen Schabernack jetzt mehr. Sind Nutzersignale wie CD-Absprungrate oder Verwalter ein Ranking-Faktor? Ja. Da könnte jetzt einfach ja stehen, aber der Olaf wäre nicht der Olaf, hätte er nicht einfach mal 10.000 Worte daraus geklöppelt. Am Ende ist es natürlich ja. Klar, natürlich ist das nicht direkt. Ne? Das muss man natürlich immer wieder einordnen. Natürlich ist das kein direkter Ranking-Faktor. Das ist ja auch was, viele Leute auch immer wieder falsch. Wie viel Prozent spielt ihr damit ein? Mhm. Also wie viel Prozent ist das ein Ranking-Faktor? Ist das jetzt so 20, 30? Nee, sorry. Okay. Nee, also gut. Also was ich an meinem... was hier wirklich sehr wichtig ist, ne? Weil viele, zum Beispiel Backlinko berühmterweise hat das ja auch mal gesagt, als er dann über RankBrain geschrieben hat, ne? Also dass Google bei jeder Search die Leute machen, genau mitguckt, wo wird das geklickt und dann wird es sofort irgendwie neu berechnet. Ich glaube sicherlich, ne? Und das haben wir auch, glaube ich, auch nochmal gesehen von Markus Tober, ne? Dass wir in so einen Everflux Google-Update-Rhythmus halt reinkommen. Ne? Also, dass es nicht mehr diese großen Google-Updates braucht, sondern dass Google quasi mehr oder weniger on the fly macht. Aber da sind wir halt noch nicht. Aber ich glaube schon, dass das sozusagen schon sehr ein likely Zukunftsszenario ist. Obwohl natürlich auch gerade diese Daten immer super noisy sind. Ne? Gerade diese Chrome-Daten. Also kann ich das wirklich nur in einem Laborumfeld, also quasi einen synthetischen Test sozusagen hier halt nutzen, ne? Und nicht quasi über alles hinweg, weil dann wäre ich natürlich auch wieder weit offen für jegliche Art von Manipulation, ne? Wenn ich das alles quasi hier in Realtime entsprechend machen würde. Natürlich ist die Logik aber ein bisschen anders, wenn zum Beispiel gerade Current Events stattfinden oder so, ne? Da kann das mal durchaus für einen kurzen Zeitraum auch einen direkten Impact haben. Und er bringt dann ein sehr schönes Beispiel, was ich ja mit Ren Fischkin auf der SMX München mal hatte. Da hat ja der Rent alle gebeten, also wir standen da zusammen auf der Bühne und er hat den Rent gebeten, dass doch alle mal nach Markus Sander SEO suchen und dann auf onpage.org entsprechend klicken. Ne? Und während, also genau, sie sollen natürlich nicht alle hier im Konferenz-WLAN eingeloggt sein, das ist ja klar. Ne? Also wirklich Personal Notes bitte und was hier was passiert ist, wir sind von Platz 8 wirklich hier kurzzeitig auch auf Platz 2 entsprechend, ne, und sind dann natürlich wieder runter. Aber das macht natürlich unglaublich Sinn für Google, weil Google merkt jetzt, dass in einem bestimmten lokalen Ort, ja, suchen jetzt gerade sehr viele Leute nach Markus Sander SEO und klicken dann eben auf onpage.org. Ne, und wenn jetzt wieder jemand aus der Nähe hier sucht nach Markus Sander SEO, sagt der Google, Moment mal, hier suchen sie gerade sehr viele danach und klicken dann auf onpage.org. Vielleicht sucht auch der nach onpage.org, deswegen gebe ich es dir mal ein bisschen weiter höher. Mal gucken, ob sozusagen das ist, was dich da interessiert. Guck, du klickst drauf, super. Ne? Aber wie gesagt, wenn das wieder wegfällt, ne, dieser Peak, ne, dann gehe ich wieder darauf, einfach zur Normalität über. Ne? Und das können wir auch, wie gesagt, ein bisschen mehr makro als jetzt einen Konferenzraum auch noch feststellen, dass du auch bestimmte Suchen in München, in Hamburg unterschiedlich sind und dementsprechend auch die SERPs anders sind. Also wie gesagt, es ist von Micro-Local bis hin zu ganz Deutschland gegenüber der Welt. Also, ne, also wie gesagt, Google kann da, wenn sie eben sowas sehen, dass es hier zu solchen, ja, also wirklich so Current Events hier interessieren sich gerade mehrere für etwas, dass sie einfach auch live ich hier durchaus mal ein bisschen re-ranken kann, was aber dann wieder auch entsprechend zurückgenommen wird. Macht ja auch Sinn, ne? Weil wenn dieser Fall da vorbei wäre und sonst wäre es ja super einfach hier, ja, einfach, du musst ja einfach nur ganz viele SEOs, oder brauchst nicht mal SEOs, ganz viele Leute da in den Raum und sagt, so, jetzt sucht mal bitte alle nach SEO-Tool, klickt mal auf write.com, jetzt sucht ihr mal bitte alle nach bester SEO Deutschlands, klickt mal hier auf meinen Mediadonis-Blog, das ist aber das nächste Mal drauf oder auch immer. Ne? Also das wäre ja total doof, ne? Dann könnte ich ja das direkt quasi dann, keine Ahnung, beeinflussen, ne? Sondern es geht immer nur für diesen beschränkten Zeitraum. Genau.
Also wie gesagt, super Artikel hier vom Olaf, der das alles auch nochmal wirklich sehr, sehr schön... Der Olaf hat auch gerade einen Kommentar nochmal dazu geschrieben, finde ich sehr lustig. Ups. Oh krass, der Artikel ist, by the way, über 3 Jahre alt. Republic as it's best. Hab nur Seitentitel in den Sandmann gepasst. Ach krass, und ich bin voll drauf reingefallen. Lustig. Da sieht man aber wieder, ich habe den Artikel vor 3 Jahren nicht gelesen. Lustig, weil, wie gesagt, das mit dem, ich fand es halt sehr lustig, dass das hier halt vorkommt. Deswegen wollte ich euch das gerade auch nochmal erzählen. Und das ist halt Qualitätsjournalismus, den wir hier betreiben. Nee, das ist ein super Artikel, auch 3 Jahre später. Also genau, deswegen kann man den auch empfehlen. Wer was Neueres vom Olaf sucht, und ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht. Ich hoffe es nicht. Doch, July 18th, 2022. Okay, das ist was Neues vom Olaf. How to use 12 Micro-Intents for SEO and Content Journey Mapping. Super. Und auch hier, wie gesagt, auf Search Engine Land, da ist er mittlerweile gern gesehener Gastautor. Genau, klasse Artikel zu Micro-Intents. Ne? Weil, genau, es geht ja mittlerweile schon über das hinaus, ne, diese typischen Intents, Navigational, Informational, Transactional. Wir haben so viel Mixed Intent mittlerweile. Ne? Oder Google wird immer besser, auch ein Mixed Intent herauszukristallisieren. Sagen wir es mal so. Ne? Und deswegen hier auch sehr wichtig, eben auf diese entsprechenden Micro-Intents einzugehen. Und wie gesagt, ein grandioser Artikel, den ich noch nicht ganz gelesen habe. Also wie gesagt, wenn du in 3 Jahren wieder mit republishedem Datum mir gibst, dann werde ich ihn wieder promoten. Nee, aber genau, aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Artikel vom Olaf auf Search Engine Land. Danke für die Besprechung meiner Beiträge, Markus. Ich muss gleich in eine Erstberatung. Dann viel Spaß und Erfolg. Genau. Was habe ich noch? Hier, Google, neue Werbungskennzeichnung für Favicon für Ads. Genau, jetzt schreibt Google hier Werbung statt Anzeigen. Finde ich auch ganz interessant, ne? Werbung statt Anzeigen. Ich meine, bei Google geht es natürlich immer darum, ne? Wie kriege ich maximal 4 Klicks sozusagen auf Ads. So wachsen sie auch seit Jahren investorenfreundlich weiter. Also von dem her, wenn sie das machen, dann haben sie das sicherlich gut getestet. Oder vielleicht ist das eben jetzt der Test, ne? Was für ein Impact. Wie nehmen wir die Anzeigen auf Werbung auf die Top-Line? Also auf was am Ende übrig bleibt. Dann, Focus on E-Commerce. I'm in a Google test with a left-side contextual navigation. Clicking each option launches a fresh SERP with new options in the left-side nav. It's like I'm on the E-Commerce side drilling into products. The filters are up top on mobile. Genau, da ist der Glenn gerade in einem aktuellen Test, hat uns da gleich dran teilhaben lassen, hat kleine Screenshots gemacht. Super krass, ne? Also hier Barrel Chair, Whoop-Features, sensationell. Genau, also dass ich hier quasi eine facettierte Navigation links habe, weil ich quasi identifiziert habe, hier, es geht um eine Shopping-Suche. Was suchst du genau? Wie kann ich dir noch besser helfen? Ich packe dir das hier mal in eine Sidebar. Sehr interessanter Test hier von Google. Ne, immer mehr dieses, was wir ja seit Bill Reddy, der mittlerweile zu Pinterest gegangen ist, aber ja doch einiges an Initiativen da entsprechend bei Shopping gemacht hat, bei Google. Genau, also wirklich sehr spannender Test, den sich jeder mit einem E-Commerce-Store auch genau angucken sollte. Dann, ich gehe ein bisschen schneller durch, wir haben eigentlich nur noch 3 Minuten. Das ist mein zweiter große Empfehlung heute. Benchmarking the performance of over 2000 digital PR pieces. Sensationeller Post. Also das ist wirklich sensationell. Weil, was ich jetzt auch hier, das ist die Henna übrigens, da ist auch ihr Artikel, ihre Präsentation. Ich kenne aber auch von der Moscon. Genau. Also Henna Smith generell bin ich großer Fan. Und das ist wirklich geil, weil sie wirklich 2000 Pieces da auseinandergibt und sozusagen auch, was sind die Erfolgsfaktoren da entsprechend. Und vor allem, sie ist super, super, super ehrlich, weil sie hat unglaublich geile Erfolge schon gehabt. Aber sie nimmt sich da gleich auch nochmal zurück, ne, und identifiziert auch einen eigenen Flaw, den sie da so ein bisschen hatte, dass sie halt immer gedacht hat, ja, ich habe das halt so gut gemacht und deswegen hatte ich auch da viel Erfolg. Aber da war auch eine Menge Glück im Spiel. Wie zum Beispiel ein Artikel, da ging darum, dass... Eine bestimmter Film, Avengers war der most bloody Film oder was weiß ich auch immer, genau, also the highest on-screen death count, über 500 Tote und was weiß ich auch immer, ne? Und klar hat es super funktioniert, hat irgendwie Tausende an Links gebracht und was weiß ich auch immer, aber in Wirklichkeit lag es dann eigentlich darin, dass der Regisseur darauf reagiert hat, was dann wiederum von den ganzen Medien quasi aufgegriffen wurde, wo dann natürlich auch, nachgelagert natürlich auch dieser Artikel nochmal, weil das ja gerade der Grund war, entsprechend erwähnt wird. Und deswegen kamen diese ganzen Erwähnungen zustande. Also auch da, wie gesagt, ein bisschen Glück. Ne? Hätte sich der Regisseur da nicht eingemischt, wäre das vielleicht gar nicht
so abgegangen. Und wie gesagt, sie ist da super ehrlich und, in der, also, und analysiert das wirklich grandios. Also von dem her absoluter Tipp. Ich habe sowieso mal gedacht, ich würde jetzt meine täglichen Dosis hier auch mal auf Twitter so immer so die Top 5 Artikel teilen. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Dann wäre Olaf der Dritte. Aber das auf jeden Fall, lest euch das durch, guckt euch die Präsentation an. Wenn ihr irgendwie Content-Marketing macht, wenn ihr im SEO irgendwie mit Content-Marketing zu tun habt, grandioser Artikel von der Hannah Smith. Grandiose Masterpiece sozusagen. Absolut. Von Kevin ist natürlich auch immer super. What 20,000 Keywords say about Google's first page. Das habt ihr sowieso als, wir sind ja alle Kevin-Fans, habt ihr sicherlich auch alle schon angeguckt. Wieder eine tolle Analyse hier vom Kevin, auch mit SimilarWeb-Daten. Ne? Also wirklich sehr, sehr gute Analyse. Jetzt haben wir schon 13 Uhr, deswegen gehe ich ein bisschen schneller durch. Ich habe noch hier the importance of writing effective meta descriptions, natürlich auch sehr wichtig. So sah es vorher aus, irgendwie selber hier jetzt mit schönen Checkmarks und was weiß ich auch immer. Guck an, funktioniert besser. Ja, eine gute Description, ein schönes Snippet funktioniert. Well done. Genau, und Google hat Title Tag Guidance geclarified, also geben nochmal bessere Tipps, beziehungsweise ein bisschen umgeschrieben, wie man Titles schreiben sollte. Ne? Original Version, make it clear which headline in the main is the main headline for the page. Make it clear which text is the main title for the page. Ne? Also wie gesagt, klein umgeschrieben, ne? Aber wie gesagt, bessere Hints, wie man da vielleicht, gerade wenn auch meine Titles gerewritet werden, ne? Warum sowas auch passieren kann, wie ich das vielleicht sicherstellen kann. Ne? Title H1, ne? Kann man natürlich alles. Aber wie gesagt, auch hier wirklich sehr interessant, dass Google hier diesen Bereich bearbeitet hat und genau kleine Details verändert hat in der Sprache. Das, ja, also das Keyword ist disgusting. Hier geht es um Flashlight, aber hier interessanter Case, weil da quasi eine Duplication stattfindet. Also das Ergebnis kommt zweimal vor. Ich habe halt keinen Bock, irgendwie jetzt nach Flashlight zu suchen. Deswegen habe ich mir nicht angeguckt, aber interessanter Case. Aber vielleicht kommt es auch gerade eben in solchen Adult-Serps vor, wo Google einfach nicht ganz so hinterher ist. Kann ich mir gut vorstellen. Aber Flashlight ist doch... Nee, Flashlight, ja, das ist so ein... Blitzlicht. Nee, ein Flashlight ist so ein Sextoy. Ach so. So ein Sextoy. Genau, deswegen. Also ich wollte jetzt nicht nach Sextoys suchen. Dann habe ich noch die Index-Watch vom Kai Spriestersbach. Genau, der hat wieder eine deutsche Index-Watch gemacht. Genau, Kartenmacher, der Relaunch von Leitermann. Genau, geht da wieder ganz gut ins Detail. Kann man sich auch auf jeden Fall durchlesen. Plus auch den Verlierer hier, die eher einen schlechten Relaunch gemacht haben. Sehr viele Seiten 404, sehr viele Rankings verloren. Entsprechend, also interessanter Ranking-Index-Watch. Die gibt es auch nochmal für UK, also wer auch in UK arbeitet, wie zum Beispiel der Rüdiger, kann sich auch hier die UK-Version hier angucken, auch nochmal sehr interessant. Dann Wonley hat was geschrieben zum Thema Why are breadcrumbs important for SEO, sind super wichtig und wieder ein toller Wonley-Artikel, weil er wirklich sehr, sehr, sehr comprehensive, sehr ausführlich auf das ganze Thema eingeht, wie man das auch am besten einbaut, was es da für Best Practices gibt. Ne? Also hier ist jetzt ein wirklich super langer Artikel. Genau, Olaf Länge und wirklich viele Tipps, wie man Breadcrumbs möglichst effektiv auf die eigene Seite bringt. Und dann, noch eine Empfehlung, der Stefan Vorwerk hat einen super Artikel beim SEO Meetup HH, also in Hamburg, genau, die ja auch uns freundlicherweise Unterschlupf geboten haben, als wir in Hamburg waren, zum Thema SEO mit, genau, weil 1000 Online-Shops im SEO-Review, hat auch auf der SEO-Campix darüber geredet und jetzt gibt es das auch als YouTube-Video. Also von dem her ganz klare Empfehlung hier für euch, sich das angucken. Wie gesagt, der Stefan weiß, wovon er redet. Das ist ja der neue Head of SEO von About You. Wie gesagt, der weiß, wovon er redet. Der kennt sich sensationell gut aus im Bereich Online-Shops. Und wirklich spannende Insights. Genau. Also große Fans sind wir vom Stefan und genau, das könnt ihr jetzt alle angucken. Klasse Service, dass es das jetzt auch als Video gibt. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, und ehemaliger Win-Mensch, beziehungsweise ehemaliger, genau. Ich wollte schon sagen, Debt sagen, aber ja. Bei Debt, nicht ehemaliger Depp. Also, ja genau, ehemaliger, ja. Ich weiß nicht, wie Debt nennt man das, also Win-Man. Ich finde ja Wing-Menschen, Righty eigentlich auch ganz cool, aber Deptianer oder sowas kann man ja auch, Deptianer. Genau. Genau, das ist noch ein Artikel vom Glenn, der vorher diesen E-Commerce-Test hatte. Genau, nochmal Quality, Site Overall. Genau, also, es geht hier um Core-Update, super interessant. Ich wollte euch dieses besonders zeigen, ne, weil viele auch immer mit Qualität, es geht um qualitativen, hochwertigen Content. Nein, es geht um die gesamte Seite. Ja. Quality isn't just about text on the page, it's about the site overall, UX, Layout, how things are presented, ads and more.
ganz Qualität. Aber wie gesagt, wisst ihr selber, den Quality Rater Guide, sonst wird Qualität 500 Mal erwähnt. Ich glaube, dass da wirklich alles wie Qualität heute wichtig ist. Und genau. Und zum Glück ist das etwas, wo sich Wright seit 10 Jahren eben genau darum kümmert. Und ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Genau, das nehme ich mir auch noch am Montag rein. Search Year 2007, Search News in Review und ein sensationelles Video, was unser geschätzter Kollege der Danny Lin geteilt hat. Ah, das war so gut. Sensationell. Aber das machen wir am Montag, glaube ich, dann. Genau, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur Schabernack. Das ist noch interessant, SEO und Accessibility, 30 plus Tips from Deaf and Disabled People. Sehr, sehr interessant. Ne? Direkt von der Quelle sozusagen. Viele, viele gute Tipps. Genau, die meisten auch schon gehört, aber auch einiges an neuen Sachen, also von dem her sehr interessanter Artikel hier auf Search Engine Land. Und hier ist der Artikel vom Rüdiger, das Interview eben mit Trevor Bowden, das ist der Co-Founder eben von der .eco Domain-Endung, ne? Also wenn ihr irgendwas ökologisch Wertvolles macht, irgendwas Gutes für den Planeten, dann könnt ihr euch quasi darum bewerben, um so ein Eco-Domain. Das wäre was für den Stefan Fischerländer, oder? Planetenretter.eco. In der Tat, genau. Und genau, wirklich sehr interessantes Interview, sollte man sich durchlesen. Und apropos, sollte man sich durchlesen, Towards Reliability in Deep Learning Systems, das habe ich mir noch nicht durchgelesen, aber das werde ich noch machen. Klingt super spannend, werde ich unbedingt noch lesen. Genau, das ist eher für mich. So, das sehen wir noch durch, das machen wir dann vielleicht auch noch am Montag mit rein. Von dem her, es ist jetzt 10:55, ihr habt es geschafft, yay. Vielen lieben Dank. In dem Sinne verabschiede ich euch schon mal ins Wochenende. Ich auch. Und ich hoffe, dass ihr am nächsten Montag und Donnerstag wieder mit dabei seid in der täglichen Dosis SEO und mit uns den Mittag verbringt, so wie heute. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, wahrscheinlich mehr als euch, aber nichtsdestotrotz ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Also wenn ihr uns fragt, wir fanden uns gut. Ja, absolut. Und ich würde gerne noch länger bleiben, aber ich habe leider keine Lust. Ja. Von dem her, ich habe wirklich keine Zeit. Also von dem her, genau, ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende, schwitzt nicht so viel. Bleibt gesund. Happy Optimizing. Macht's gut. Tschüss. Ciao, macht's gut. Keep on waving. Keep on waving. Keep on waving.